Hallo, ich wollte mal in einem Video kurz zeigen, wie und wo ich wohne. Offensichtlich, ich wohne an einer Straße. Sie ist gar nicht so klein, aber auch eine relativ normale Straße. Hat 4 Spuren, man hört sie ein bisschen. Und jetzt gehen wir mal zum Haus, wo ich momentan residiere. Das ist im Prinzip der Garten. Ah, das ist da hinten ist mein Haus. Hier, da ist der Eingang. Und es ist wirklich eigentlich ganz nett hier. Sonne scheint, es ist warm. Gehen wir mal rein. So, das ist also mein Wohnzimmer. Ja, also man kommt hier ins Haus rein und man ist eigentlich schon im Wohnzimmer drin. Dann habe ich hier einen Essensraum, den ich natürlich nicht benutzen werde, weil, naja, mit wem auch. Ja. So, ab in die Küche und siehe da, sie ist natürlich auch schon benutzt worden. Ja. Müsste natürlich auch alles noch neu einkaufen. Aber so ist das normal, wenn man mal einen eigenen Haushalt führt. Wollte ich auch mal zeigen. So, hier noch ein Tisch mit dem ganzen Krimskrams, den man halt so mit sich trägt, ganzen Dokumente etc. So, dann gehen wir jetzt mal die Treppe hoch. Und oben sind dann 3 Schlafzimmer mit je 2 Betten drin. Sieht dann ungefähr so aus. Das ist ein Schlafzimmer. Ja, 2 Betten. Hier Toilette. Hui, spannend. Mein Bad. Ja, alles schon irgendwie zum Glück mit Dusche. Okay, das Treppenhaus. Ja. So, zweites Schlafzimmer. Offensichtlich für eine Familie mit 4 Kindern. Und das habe ich mir hier genommen. Natürlich. Das Elternschlafzimmer oder wie auch immer. Mit dem etwas größeren Bett. Und ganz wichtig, Fernsehen hier drin. Ja, die Kabelei sieht hier ein bisschen russisch aus, aber das war irgendwie die einzige Möglichkeit, Strom ins Bett zu bekommen. Weil dieses Haus hat einen starken Mangel an Steckdosen. Ja, mein Kopfer ist noch nicht ganz ausgepackt. Teilweise habe ich das hier schon im Schrank verstaut, aber eigentlich ist der größte Teil ist noch im Koffer, weil ich bin ja jetzt auch in 14 Tagen. Ziehe ich ja auch schon wieder um. Ja, das war mal so ein schneller Blick durch das momentane Haus, wie ich hier so hause. Ja, an dem Schreibtisch sitze ich jetzt momentan. Ja, mein hübsches Tablet. Und hier esse ich auch. Gucke Filme, Schlagzeug spielen. Was heißt Schlagzeug? Ich übe ein bisschen Pad. Ja, meine Inline-Skates waren schon in Benutzung. Werde ich noch drüber schreiben. Richtig geil. Super schönen Shop gefunden. Sehr professionellen Skate-Shop gefunden, wo endlich mal alles das war, vorhanden ist, was ich schon immer gesucht habe. Krass, muss man nach Melbourne auf die andere Seite der Welt fahren, um sowas zu bekommen. Ja, das war erstmal so ein kleiner Überblick. Ein kleines Video, wie ich wohne, momentan noch. Und das nächste Video mache ich dann wahrscheinlich mal von der Universität, damit ich dann mal euch zeige, welche Gebäude da so existieren und wo ich arbeite. Okay, bis dann denn. Tschüss!